Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy und irgendwas ist passiert und wir erfahren heute was. Ja, Rauch in Feldcroft. Was wir eigentlich nur aus Kilometern Entfernung sehen konnten. Und wir sollen Feldcroft jetzt verteidigen. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Ein paar wenige paar Kobolde. Wenige Kobolde. So, den Kommandanten nehmen wir mal mit. Da erledigt. Da kommt noch irgendwer. Die Ziegen da hinten im... Oh ja. Also wieder sind das, glaube ich, die... Ich hatte das alles gar nicht zu jucken. Die stehen einfach da. Oder wir fressen mal ein bisschen. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Das ist richtig. Getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen. Oder meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. So, sprich mit Solomon. Hallo. Ich nehme jetzt mal das ganze Zeug, was hier so liegt, mit. Vielleicht ist irgendwas Nützliches dabei. Unter anderem Trinke. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Versuchen aber. Sebastian und ich sind Randrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Und du bist ein Arschloch. Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch
diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Sebastian, warum? Ja. So, ich möchte mich nochmal ganz kurz schnell nochmal diesem Dörfchen hier umgucken. So, gucken, was wir hier noch haben. Hier ist noch irgendwas. So, jetzt gucke ich hier, was ich habe. Hallo, Homura. Schloss offen. Grüne Karo-Handschuhe. Habe ich doch irgendwas. Oben? Fragezeichen? Ich glaube, ich habe noch eine Seite irgendwo gehört. Irgendwo habe ich noch, ich meine, ich habe immer noch ein Pling gehört, aber immer noch eine Seite, die irgendwo unterwegs ist. Ja. Irgendwo war noch eine Seite, ich weiß noch nicht wo. Da runter. Alle Brunnen hier? Ja. Der Boden von Feldcroft. Jetzt haben wir zwei von zwei Seiten. Okay. Gut. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Ist die nächste Mission. So, das können wir einsammeln. Das können wir einsammeln. Das können wir einsammeln. Das können wir einsammeln. Ja, zumindest mal so. Ja. Gut. Wir sind jetzt bei immer noch 28%. Halbbusseiten. Und du hast für so 24. In Hogwarts fehlen uns noch 8 plus die. Hochland fehlt es jetzt noch 4. Erstmal zumindest. So, gucken wir mal gerade kurz. Bringt uns nichts wirklich was. Also offensiv ein bisschen. Aber warte mal kurz. Ich möchte ganz kurz was gucken. Dich können wir einsetzen. So, erscheint das Bild immer. Das nehmen wir wieder rein. Haben uns ein bisschen verbessert. Nicht viel, aber ein bisschen. Dann mache ich noch mal Ausrüstung. Hier unten, Zauberstabgriffe. Alles klar. Oh, die sieht ganz schön schlecht aus. Den nehmen wir mal. Ich habe jetzt 1400 Dollar. Bin jetzt kurz vor Level 24. Und habe ja noch einige Dinge zu verkaufen. Ah, Demigas Mond. So, warte mal, da war noch was anderes. Ist das das? Ja, das ist immer noch die Mission, ne? Ja, dann werden wir das doch schnell tun.
So, ich muss mal ganz kurz. Ah, ganz kurz oder was? Ja, aber was doch schnell noch. Gut, dann machen wir Feierabend für heute. Jo, wo haben wir sie denn? Das ist das hier. Ich runter dort. Ja. Betreten wir die Krypta. Ja, es sind momentan relativ kurze Folgen, aber da ist ein bisschen was vorbereiten mit den Folgen. Übrigens, wenn wir das Ding hier durch haben, wird erstmal nichts Neues kommen. Weil jetzt erstmal auch nichts auf dem Markt ist, wo ich jetzt sagen muss, das würde ich unbedingt jetzt spielen. Ja. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was für ein Wappen? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Hallo, gut. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Alles klar. Gut. Aber ich glaube, hier in dem Ding fehlt noch eine Sache. Hier fehlt noch eine Sache. Und ich vermute, dass wir die nochmal aufklären irgendwann. Gut. Ja, es fehlt ja sowieso noch ein weiterer Fluch. Es fehlt ja noch der Adama. Das Ding da voll. Habe ich so ein bisschen ein Gefühl. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes jetzt haben. Herausforderungen. Ja, Aufträge war das. Also wir haben noch ein bisschen was haben wir. Mission. Ja, es sind halt, wie gesagt, zwei Missionen dabei, die sowieso sich ein bisschen ziehen. Das sind hier unter anderem die dadische Schlüssel, die haben wir relativ bald abgearbeitet. Da soll aber ein kleiner Bug drauf liegen. Es sollen tatsächlich nur 15 unterwegs sein, statt 16. Ist halt jetzt blöd, aber naja, mal schauen. Und dann haben wir noch den Demiguise-Man, der eigentlich nur rein optischer Natur ist, weil eben halt nur damit Stufe 3 Schlösser aufgemacht werden können, um weitere Kisten zu sammeln. Also jetzt nichts unbedingt, was ich jetzt unbedingt wichtig finde, meiner Meinung nach. Ja, die Daedalischen Schlüssel, ich weiß nicht, was da genau noch passiert. Also sind eigentlich jetzt noch 3 Missionen, 4 Missionen. Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger alles. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was wir machen. Das überlege ich mir noch. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play Hogwarts Legacy. Und ja, eventuell sehen wir uns morgen um 16 Uhr wieder, vielleicht sehen wir uns nach einer Pause wieder. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich einfach auf die Reihe bekomme momentan, beim Aufnehmen. Bis dahin und tschüss.